zeige ich dir, wie du fürs Pilates die richtige Spannung in deiner Körpermitte einnimmst. Wir arbeiten im Pilates aus dem sogenannten Powerhouse deiner Körpermitte. Das heißt Spannung im Bauch, Spannung im Beckenboden. Und wie du diese Spannung aufbaust, das erkläre ich dir. Atme aus, zieh deinen Bauchnabel weit nach innen rein Richtung Wirbelsäule. Stell dir vor, du kannst sie mit einem Haken hinten festhaken, sodass er immer innen bleibt. Nächste Ausatmung ziehst du deinen Beckenboden nach oben hoch Richtung Bauchnabel, auch den gefühlt mit einem kleinen Haken oben einhaken. Diese Spannung halten. Jetzt hast du dein Powerhouse schon richtig, richtig fest. Versuch, den Bauchnabel auch bei der Ein- und Ausatmung immer innen zu halten. Das heißt, die Bauchdecke bewegt sich in der Atmung nicht mit, sondern deine Atmung verlagert sich in deine Rippenbögen. Atme ein, die Rippen heben sich. Atme aus, die Rippen senken sich. Wenn du in der Bauchlage beim Pilates arbeitest, achte nochmal darauf, was deine Schultern tun. Der Start einer jeden Bewegung heißt erstmal aktiv Schultern nach hinten unten ziehen. Stell dir vor, kleine Gummibänder ziehen an deinen Schulterblättern nach hinten Richtung Gesäßtaschen. Also nicht rund bleiben und die Schultern hängen lassen, sondern aktiv nach hinten aufrichten. Wenn du das alles beherzt, solltest du keine Schwierigkeiten haben, die Spannung hier schön zu halten und alle Übungen durchzuhalten. Viel Spaß! Heute geht es nur um deinen Rücken. Kleiner Flow aus verschiedenen Übungen, die wir miteinander verbinden und dann 3-4 Mal wiederholen werden, sodass danach dein Rücken ordentlich ausgepowert ist. Ich wünsche dir viel Spaß und wir legen los. Leg dich auf deine Matte. Zieh deinen Bauchnabel nach oben rein, lass die Schultern locker nach hinten unten wandern, deinen Kopf auf den Händen ablegen, Po anspannen und jetzt startest du erstmal, atme aus, heb ein Bein, einatmen, wieder senken, wechsel die Seite. Das wiederholst du 5 Mal. Während der Bewegung hältst du deinen Bauchnabel schön nach innen reingezogen. Ein letztes Mal. Mit der nächsten Ausatmung hebst du beide Beine. Denk dran, dass dein Bauchnabel weit reingezogen bleibt. Der soll deine Matte nicht berühren. Und auch das wiederholen wir 5 Mal. Und ablegen. Deine Arme, immer noch Spannung in der Körpermitte, über die Seiten, am Körper vorbei, Schultern bleiben, hinten Kopf leicht angehoben, atme aus, heb deinen Oberkörper, atme ein, wieder senken. Nochmal ausatmen, heben, einatmen, senken. Lass deine Schultern schön immer nach hinten, unten in den Rücken Richtung Gesäßtaschen wandern. Letzten 2 Mal. Anhalten, ein Arm schiebt sich eng am Körper lang nach vorne. Auch bei dem gestreckten Arm bleibt die Schulter hinten. Atme aus, geh in die Windmühle, wechsel deine Arme in der Position. Einatmen, halten. Ausatmen, wieder wechseln. Einatmen, halten. Ausatmen, wechseln. Jeder Arm bewegt sich 5 Mal nach vorne. Nummer 4.
ein letztes Mal jede Seite. Dann bringst du deinen zweiten Arm lang mit nach vorne. Aktivier nochmal die Schulterblätter nach hinten unten. Arme langsam leicht ablegen. Atme aus, heb einen Arm hoch. Einatmen, wieder senken. Wechseln, ausatmen, heben. Einatmen, senken. Und auch hier jede Seite 5 Wiederholungen. Schau, dass der Arm, der am Boden liegen bleibt, dort ganz entspannt liegt. Keinen Druck auf den Fußboden ausüben. Letzten 3 Mal noch jede Seite. Kontrolliere nochmal deinen Bauchnabel. Einmal noch mehr. Und jetzt bei der nächsten Übung nimmst du gegengleich dein Bein mit dazu. Rechter Arm, linkes Bein, ausatmen, einatmen, senken. Linker Arm und rechtes Bein, ausatmen, heben, einatmen, senken. Auch hier 5 Wiederholungen. 4 haben wir noch. Denk nochmal an die Schultern, schön weit weg von deinen Ohren und den Bauchnabel rein. Letzten 2 Wiederholungen jede Seite. Eine mehr. Nächste Wiederholung. Und nächste Übung. Beide Arme, beide Beine ausatmen, heben. Einatmen, absetzen. Ausatmen, heben, Schultern nach hinten. Lang deinen Nacken. Einatmen, senken. 3 mehr. Letzten 2. Einen schaffst du noch. Letzte Übung. Beide Arme, beide Arme, beide Beine heben. Halt hier oben, atme jetzt locker und entspannt weiter und komm ins Paddeln. Körpermitte ganz, ganz fest. Bauchnabel reingezogen. Atmen. Noch 5. Noch 4, noch 3, noch 2 und einmal kurz absetzen, lösen, den Kopf wieder auf, deine Handflächen, einmal kurz in Entspannungspause. Und wir starten von vorne. Po anspannen und jetzt startest du erstmal, atme aus, heb ein Bein, einatmen, wieder senken. Wechsel die Seite. Das wiederholst du 5 Mal. Während der Bewegung hältst du deinen Bauchnabel schön nach innen reingezogen. Ein letztes Mal. Mit der nächsten Ausatmung hebst du beide Beine. Denk dran, dass dein Bauchnabel weit reingezogen bleibt. Der soll deine Matte nicht berühren. Und auch das wiederholen wir 5 Mal.
und ablegen. Deine Arme, immer noch Spannung in der Körpermitte, über die Seiten, am Körper vorbei, Schultern bleiben, hinten Kopf leicht angehoben, atme aus, heb deinen Oberkörper, atme ein, wieder senken. Nochmal ausatmen, heben, einatmen, senken. Lass deine Schultern schön immer nach hinten, unten in den Rücken, Richtung Gesäßtaschen wandern. Letzten zweimal. Anhalten, ein Arm schiebt sich eng am Körper lang nach vorne. Auch bei dem gestreckten Arm bleibt die Schulter hinten. Atme aus, geh in die Windmühle, wechsel deine Arme in der Position. Einatmen, halten. Ausatmen, wieder wechseln. Einatmen, halten. Ausatmen, wechseln. Jeder Arm bewegt sich fünfmal nach vorne. Nummer 4. Und ein letztes Mal jede Seite. Dann bringst du deinen zweiten Arm lang mit nach vorne. Aktiviere nochmal die Schulterblätter nach hinten unten. Arme langsam leicht ablegen, atme aus, heb einen Arm hoch, einatmen, wieder senken, wechseln, ausatmen, heben, einatmen, senken. Und auch hier jede Seite 5 Wiederholungen. Schau, dass der Arm, der am Boden liegen bleibt, dort ganz entspannt liegt, keinen Druck auf den Fußboden ausüben. Letzten dreimal noch jede Seite. Kontrolliere nochmal deinen Bauchnabel. Einmal noch mehr. Und jetzt bei der nächsten Übung nimmst du gegengleich dein Bein mit dazu. Rechter Arm, linkes Bein, ausatmen, einatmen, senken. Linker Arm und rechtes Bein, ausatmen, heben, einatmen, senken. Auch hier 5 Wiederholungen. 4 haben wir noch. Denk nochmal an die Schultern, schön weit weg von deinen Ohren und den Bauchnabel rein. Letzten 2 Wiederholungen jede Seite. Eine mehr. Nächste Wiederholung. Und nächste Übung, beide Arme, beide Beine, ausatmen, heben, einatmen, absetzen. Ausatmen, heben, Schultern nach hinten, lang deinen Nacken, einatmen, senken, 3 mehr. Letzten 2. Einen schaffst du noch. Letzte Übung, beide Arme, beide Arme, beide Beine heben. Halt hier oben, atme jetzt locker und entspannt weiter und komm ins Paddeln. Körpermitte ganz, ganz fest. Bauchnabel reingezogen. Atmen. Noch 5, noch 4, noch 3,
Noch zwei. Und einmal kurz absetzen. Lösen. Den Kopf wieder auf, deine Handflächen. Einmal kurz in Entspannungspause. Und wir starten von vorne. Po anspannen und jetzt startest du erstmal. Atme aus, heb ein Bein. Einatmen, wieder senken. Wechsel die Seite. Das wiederholst du fünfmal. Während der Bewegung hältst du deinen Bauchnabel schön nach innen reingezogen. Ein letztes Mal. Mit der nächsten Ausatmung hebst du beide Beine. Denk dran, dass dein Bauchnabel weit reingezogen bleibt. Der soll deine Matte nicht berühren. Und auch das wiederholen wir fünfmal. Und ablegen. Deine Arme, immer noch Spannung in der Körpermitte, über die Seiten, am Körper vorbei, Schultern bleiben hinten, Kopf leicht angehoben, atme aus, heb deinen Oberkörper, atme ein, wieder senken. Nochmal ausatmen, heben, einatmen, senken. Lass deine Schultern schön immer nach hinten, unten in den Rücken Richtung Gesäßtaschen wandern. Letzten zweimal. Anhalten, ein Arm schiebt sich eng am Körper lang nach vorne. Auch bei dem gestreckten Arm bleibt die Schulter hinten. Atme aus, geh in die Windmühle, wechsel deine Arme in der Position. Einatmen, halten. Ausatmen, wieder wechseln. Einatmen, halten. Ausatmen, wechseln. Jeder Arm bewegt sich fünfmal nach vorne. Nummer 4. Und ein letztes Mal jede Seite. Dann bringst du deinen zweiten Arm lang mit nach vorne. Aktiviere nochmal die Schulterblätter nach hinten unten. Arme langsam leicht ablegen, atme aus, heb einen Arm hoch, einatmen, wieder senken, wechseln, ausatmen, heben, einatmen, senken. Und auch hier jede Seite 5 Wiederholungen. Schau, dass der Arm, der am Boden liegen bleibt, dort ganz entspannt liegt, keinen Druck auf den Fußboden ausüben. Letzten dreimal noch jede Seite. Kontrolliere nochmal deinen Bauchnabel. Einmal noch mehr. Und jetzt bei der nächsten Übung nimmst du gegengleich dein Bein mit dazu. Rechter Arm, linkes Bein, ausatmen,
Einatmen, senken. Linker Arm und rechtes Bein ausatmen, heben. Einatmen, senken. Auch hier 5 Wiederholungen. 4 haben wir noch. Denk nochmal an die Schultern, schön weit weg von deinen Ohren und den Bauchnabel rein. Letzten 2 Wiederholungen jede Seite. Eine mehr. Nächste Wiederholung. Nächste Übung, beide Arme, beide Beine ausatmen, heben, einatmen, absetzen. Ausatmen, heben, Schultern nach hinten, lang deinen Nacken, einatmen, senken, 3 mehr. Letzten 2. Einen schaffst du noch. Letzte Übung, beide Arme, beide Arme, beide Beine heben. Halt hier oben, atme jetzt locker und entspannt weiter und komm ins Paddeln. Körpermitte ganz, ganz fest. Bauchnabel reingezogen. Atmen. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2. Und einmal kurz absetzen, lösen. Den Kopf wieder auf, deine Handflächen. Einmal kurz in Entspannungspause. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Diese Übung kannst du natürlich jederzeit für dich auch immer wiederholen, kannst sie verbinden mit verschiedenen anderen Übungen. Wenn du noch Fragen zu unseren Angeboten haben solltest, melde dich einfach gerne per Mail. Wir sind auch weiterhin für euch erreichbar, auch wenn wir aktiv bei euch oder mit euch hier im Sportzentrum keinen Sport anbieten dürfen. Aber wir hoffen, dass wir euch so wenigstens ein kleines bisschen auch Input für zu Hause geben. Und wir freuen uns, wenn wir uns bald alle wiedersehen. Bis dann, bleibt gesund!